Zunächst war in der sowjetischen Kriegsgefangenschaft ein sehr großes Bemühen zu spüren, uns nicht von dem, was sich in der sowjetischen Besatzungszone vollzieht, fernzuhalten. Es gab eine Zeitung, die noch vom Komitee Freies Deutschland herausgegeben wurde, die weiterging, die in die Gefangenlager kam. Und ich selber bin dann schon 1947, Ende des Jahres, auf die Antifa-Schule gekommen. Und auf der Antifa-Schule gehörte es einfach auch dazu, informiert zu werden. Denn wir sollten ja vorbereitet werden darauf, dass wir irgendwann, wenn wir zurück sind in der Zone oder auch in westliche Zonen gehen, dass wir dort politisch aktive Arbeit leisten. Das war uns recht schnell bewusst, wenn wir dort als Kursanten ausgebildet wurden. Und damit war eigentlich diese Information gegeben. Wir erlebten auch relativ zeitig mit. Ich habe das, was dann im Neuen Deutschland stand, der berühmte Artikel von Herrnstadt über die Russen und uns, das waren Dinge, die man uns auch auf der Antifa-Schule vermittelte, um gewissermaßen dieses Bild zu bekommen. Ich war mein erstes wirkliches Erleben eines Theaterstückes, war in Riazan im Theater. Und dort erlebte ich dann, wie auf der Bühne der Kommandant in einer beliebigen Stadt der sowjetischen Besatzungszone wirkt, um mit den Deutschen in Kontakt zu gehen. Auch bis dahin war gewissermaßen ein Bemühen vorhanden, von uns solche Fragen nicht fernzuhalten. Aber zu dem Zeitpunkt, wo Sie nach Deutschland kamen, musste Herrnstadt ja seine These vom besonderen deutschen Weg zum Sozialismus schon widerrufen und Selbstkritik üben. Haben Sie das in der Antifa-Schule gehört? Nein, die Antifa-Schule selber war natürlich zunächst besetzt in allen Lehrstühlen und in den Vorträgen bis auf Ausnahme der Philosophie. Das machte Professor Jansen, ein Professor aus den baltischen Republiken, der zugleich auch der Roten Armee mit angehört hatte. Alles andere waren deutsche Lektoren, die wir hatten. Lediglich der Kommandant, wie wir es ja auch wussten, der Schule, war ein sowjetischer Oberst. Sonst war das ein Vorgang mit Professor Naumann, der später auch als Professor an der Humboldt-Universität als Ökonom gelehrt hat. Das war der Rektor unserer Schule. Insofern war, sagen wir mal, diese ständige Wechselbeziehung da zwischen den Interessen, die die Sowjetunion hatte, und auch dem, was dann über deutsche Lektoren, Antifaschisten an uns vermittelt worden ist.